Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Till. Und der Till ist von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog kann man ja gar nicht oft genug nennen, weil nämlich er ganz viele Vlogs macht, täglich, jeden Tag aus quasi seinem daily. Leben. Quasi daily, genau. Aber hier erzählen wir über den 19. August. Und am 19. August hat Geburtstag Mette Marit von Norwegen. Ist ja auch schon schön. Alles Gute. Ist ja schon auch. Ja, ja. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Genau. Ja, ist schon schnucklig, ne? Ja, sie schielt ein bisschen nach außen, finde ich. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Krass, ne? Ich kannte mal eine, die hat so ein bisschen nach außen geschielt, das war unangenehm. Besser so rum. So ein bisschen Silberblick ist süß, so rum ist nicht süß. Ja, ist immer ein bisschen gruselig. Es gibt ja. Die war eigentlich total hübsch, gell? Jetzt habe ich gerade dein Bild kaputt gemacht, ne? Mist. Bis eben hast du gesagt, sie ist doch nicht hübsch. Ja. Die war so Sportstudentin, hatte, aus meiner Studienzeit. Ne, eigentlich total schnuggelig, hat jetzt so ein bisschen so nach außen geschielt. Mhm. Naja, trotzdem. Am 19. August, was war da? Ja, 2006 war unser Benedikt, der 16. Wieso zeigst du auf mich? Ich zeige nicht auf dich, ich zeige auf den Monitor. Ach so, auf den Monitor, genau. Ja, Mensch. Hier, Benedikt, da ist er. Genau. 2006. Mhm. Ja. Der war pünktlich, in Köln pünktlich zum zur WM. Jugendtag. Ja, pünktlich zur WM. War das während der WM? Wahrscheinlich. Möglich. Oder vorher oder nachher? Nee, muss vorher gewesen sein. August war keine WM mehr. Die WM war vorher. Ja, ja. Ja, also nach der WM kam er nach Köln. Also erst war WM. Wegen Weltjugendtag. Wegen Weltjugendtag, genau. Genau, da Benedikt. War er da. Und hat dort die, in Köln die Synagoge besucht. Wie heißt er in Wirklichkeit, der Benedikt? Karl Ratzinger. Ratzinger, genau. Mensch, du hast ein Wissen. Ja. Du hast ja so viel Wissen mitgebracht. Und das hast du mir noch nicht mal aufgeschrieben. Nee, das ist klar. Das kam jetzt aus der Hüfte geschossen. Mann. Heute am 19. August ist auch Welttag der humanitären Hilfe. Soll ich dir was bringen? Ja, kannst du mir mal ein Bierchen bringen. Ein Bierchen ist alle. Ist blöd jetzt gerade. Ich fühle mich gerade so ein bisschen vernachlässigt. Aber was am 19. August auch noch? Ja. Im Jahre 14. 14, also ohne 100? Nur ohne 14, 100, nur 14. Nur 14? Ja, ja. Was war da? Du hast es ja. Da hatte das Römische Reich einen neuen Kaiser, und zwar Tiberius. Tiberius, hier ist er. Ja. Bisschen blass, der Tiberius. Ja, aber neuer Kaiser, ja. Weil sein Stiefvater Augustus gestorben ist. Ach, Stiefvater war das? Das war nur der Stiefvater. Ah, das ist eine neue Information, die hatte ich noch nicht. Dass Tiberius und Augustus Stiefverwandte waren. Sagt man das so? Wie sagt man das eigentlich? Waren ja nicht wirklich verwandt, sondern jemand Stiefverwandt. Sagt man Stiefverwandt? Keine Ahnung. Schwippschwager mütterlicherseits. Nee, Schwippschwager ist ja was anderes. Schwippschwager mütterlicherseits. Was ist für Käse, was du da erzählst? Also jedenfalls, Tiberius war hier heute da. Der Thema. Ist auf jeden Fall Kaiser geworden. Sehr geil. Ja, und das ist... Warum? Ich wäre gerne dabei gewesen. Mich würde mal... Also wir haben ja das auf dem Netz recherchiert, das Ganze, mit dem 19. August. Das heißt, wie, du? Ja, ja, ich habe es recherchiert. Und mich würde mal interessieren, ob es wirklich am 19. gewesen ist, aber egal. Sagen wir mal so, am 19. August 14. Roundabout. Ja. Tiberius wurde französischer. Römischer Kaiser. Aber ja. 14 gehörte Frankreich noch zum Römischen Reich, also... Sag ich doch. Das habe ich doch damit gemeint. Ja, ich weiß. Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen wieder.